Ja, willkommen zurück bei South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. Ja, ich musste mich jetzt weiterbilden, um dieses Rätsel hier irgendwie zu lösen. Und ich muss ganz ehrlich sein, also da hatten Leute Probleme. Das ist unglaublich. Wahrscheinlich das hoffentlich dümmste Rätsel im ganzen Spiel, weil also... Ja, jetzt weiß man es eben, aber wenn man es nicht weiß, ganz ehrlich, das ist ziemlich... Ziemlich nervtötend sowas, dass man jetzt da draufklicken muss. Okay. Ist da. Aber wir haben es hoffentlich bald gelöst. Geschafft! Dankeschön. Okay, wir sind startklar, also rauf da! Ja, wir gehen hoch. So. So einfach wäre das gewesen, aber manchmal. Ja, manchmal, ne? Das ist dann doch nicht so einfach. So, und jetzt. Furz-Uhr-Action, glaube ich zumindest. Ja, jetzt bin ich schon so verwirrt, so. Eigentlich nur so. Genau, los geht's. Wow, von hier oben kann man alles sehen. Ja, alles. Sehr schön. Ich bin froh, geht's endlich weiter. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Arschpilz-Erkennungskit. Okay, gut. Hoppala. Alles kaputt machen hier. Alles mitnehmen. Verbessert das Gegengift. Sehr schön. Und weiter. Hier runter wahrscheinlich. Aha. Ja, jetzt kann ich das wahrscheinlich. Ja. Übereinstimmung. Sandblaster. Okay. Bullshit, der Richtige für jeden Job. So. Geschafft! Okay, dann mal weiter, Vollarsch. Sehr schön. Weiter geht's. Wir nehmen alles mit. Oder fast alles, wenn ich es gerade so sehe. Ich denke aber schon ziemlich viel. So, was gibt's hier? Aha. Okay, die falschen Tasten. So, wir gehen da rüber, öffnen das, nehmen das mit. Geil. Okay. Was ist das hier? Hat hier mal. Was ist das für ein Superheldenkostüm hier? Was soll das? Passiert nichts. Gibt es nichts zu tun. Okay. Aber hier liegt noch was rum. BP-Öl-Katastrophenprobe. Ach so, ja. Gut. Weiter geht's. Draufhauen. Mitnehmen. Draufhauen. Aha. Lava wird fließen, Chaos wird herrschen! Ich hab keine Angst, du Chat. Keine Gnade! Weiter? Ich höre Katzen. Ja, komm. Okay, wir hören Katzen, dann machen wir hier auf. Hey, was zur Oh! Hölle? Wer ist das? Das Drogenlabor. Oh mein Gott, der Selbstjustizler! Oh, ganz ja. Genau, der Kuhn. Und so ein kleines fettes Kind. Wo ist diese Katze? Das ist echt Qualitätsware. So eine Katze würde direkt an den Boss gehen. Du Idiot! Du sollst sie nicht erwähnen! Jetzt müssen wir die Scheiße umlegen! Besiege die Drogendealer. Dabei sind's doch Drogenfabrikanten. Egal. Das wird so 5 bis 10 Minuten dauern. Kuhn auf der Jagd. Es wird so 5 bis 10 Minuten dauern, echt? Aber hallo.
Worum geht's hier? Video, hä? Ja, wie, was machen die blöden Fässer hier? Das ist jetzt so ein kleines bisschen unnötig irgendwie. Naja. Hier kommt der Kron! Rindseckung! Jetzt brennt das Fass. Nein, geh da weg, du Penner! Sehr schön. Sehr gut. Hey! Oh, du bist sowas von tot! Allerdings. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung! Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung, ja. Die zünden wir alle an. Zieh! Vorsicht! Yeah. So. Auf sie, Wunderarsch! Ja, ich bin dran. Oh, da brennt schon aber jetzt einiges auf einmal. Das ist vielleicht so ein bisschen uncool. Wunderarsch, haut alles raus! Ja, haus raus! Ihr wisst nicht, mit was ihr es hier zu tun habt. Ein Knie? Oh, das ist ja gemein. Der Wind der Gerechtigkeit! Der Wind der Gerechtigkeit. Okay, ich werde dich... Geht das? Kann ich... Ja, komm. Ich mach das! Ich bin geschützt. Sehr schön. Kuhn am Start. Der Kuhn ist am Start und... Gib dem hier mal aufs Maul. Der ist danach tot. Ja. Ja, machen wir sie platt. Yeah. Du kannst wohl Hilfe brauchen. Nö. Verbündeter freigeschaltet. Call Girl. Wer will was von mir? Wenn ich meine Nummer schieben will, dann rufe ich dich, Schätzchen. Ich weiß nicht, warum es die jetzt hier braucht. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber die hat da... Ja, das könnte ein bisschen was helfen. Gedoxt! Gedoxt? Was bedeutet das? Entdeckung! Vorsicht! Naja. Was ist das? Oh, uncool. Fies, fies. Nehme ich. Soll ich zurücknehmen? Zu spät, egal. Mein Werkzeug ist bereit. Toolshed. Ist blockiert. Was machst du? Geh da lang. Und jetzt? Ja, so machen wir es. Nee, dann machst du dich ja selbst kaputt. So machen wir es. Laserbohrer! Wow, pass auf! Nein! Er erwischt mich jetzt auch. Nö, aber ihn auch nicht. Naja, egal. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Gib's drauf. Was zieht denn das ab? Das zieht mir ab. Oh, ich geb's zu, du hast Potenzial. Jetzt krieg ich wieder das Knie ins Gesicht. Hey, nur ich darf meine Freunde stupsen. Naja. Zum Wetter, aus dem Westen nähert sich der Zorn des Kite. Ach komm, Kite. Nee. Nö, mach das. Bring ihn damit um. So geht's. Genau so geht's und alles brennt. Jetzt endet der Rest deines Lebens. Jetzt endet der Rest. Das wird nicht reichen, das wird nicht reichen. Dann muss der Kuh nochmal zuschlagen und zwar richtig. Aber es trifft ihn ja schon, oder? Yeah. Entdeckung! Oh oh. War das schlau? Der lebt noch, alles explodiert, alles brennt. Ich könnte es noch zurücknehmen, aber ich tue es nicht. Ich will die Welt brennen sehen. Ja, und jetzt? Ja? Callgirl, Callgirl ist wieder macht an der jetzt Reihe. Einen Hausbesuch. Was hat sie denn noch so auf? Callgirl macht einen Hausbesuch. Kleines Luder, du. So, nochmal einen Sinn. Super gedacht! Piu, piu. Gut gemacht, Neues. Wir beide nehmen das hier wenigstens ernst. Du hast gewonnen. Yeah!
Drogenfläschchen, Filtermaske. Cash. Alles klar. Geh, hör zu. Das hier ist nicht unser Ding. Der große Boss hat alle Syndikate unter sich vereint. Die Italiener, die Russen, die Sechsklässler, alle arbeiten für ihn. Wir tun nur die Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol. Wer ist der große Boss? Er macht das nicht mal wegen Geld, Mann. Es heißt, er will einfach nur eine Welle von Gewalt auslösen. Wow, das hört sich gruselig an. Das ist gar kein Ausdruck dafür. Und jetzt wird der Boss erfahren, dass wir gesungen haben. Wir sind tote Männer. Okay. Heftig. Fast schon ein bisschen epic hier. So gefällt's mir. Krass, Alter. Los, die 100 Hände des Chaos. Folge Tool-Shirt zum Blue-Store. Das dachte ich eigentlich, hätten wir schon. Okay, wir hauen ab hier. Netter Versuch, Kuhn-Freunde. Aber jetzt seid ihr meinem Allerheiligsten gefangen. Ist das so? Okay, ich wäre dann soweit, Neues. Alles klar. Zugangscode. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los geht's! Yeah! Spatters! Die Herrschaft der Ordnung ist vorüber, Kuhn and Friends! Was soll der Scheiß? An den Chaosballwerfern kommt niemand vorbei! Wir müssen irgendwie zu der Leiter kommen. Das ist das Ende eurer geliebten Welt! Echt? Oh je, was muss ich tun? Wähle mit Hilfe des Sandblaster-Symbol und halte dann zum Analysieren gedrückt. Was muss ich tun? Wähle mit Hilfe von... Ja, aber... Oder hat's kleine Fischchen da drüben rechts? Was muss ich machen? Ich hab keine Ahnung. Das ist diese Selbstjustiz. Ey, Räuberfotzen, stopp! Spielt ohne mich PUBG, was soll das denn? Das geht ja eigentlich gar nicht. Chaos bestraft seine Feinde! Gut, okay, ich muss mich konzentrieren. Worauf? Hier! So. Übereinstimmung. Aber da komme ich ja gar nicht hin. Was soll Heide mir das... Gnade! Was soll mir das jetzt bringen? Das offene Rohr! Wo, ach so, ich habe es gar nicht gelesen. Ja, lesen müsste man manchmal. Wo ist das offene Rohr? Ach so, hier ist das. Okay, ich bin ja hier, ich bin ja da. Ich tue mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Aber hier, komm. Sandblasten. Ich lasse den Cursor mal heute mal ausnahmsweise nicht im Bild liegen, wie so oft schon. Der hasst es, ey! Cool, ein Feuerwerk! Geil, okay, das... Auf diesen Helden ist dein Kopfgeld ausgesetzt! Hab ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Ach komm, leck mich. Ich glaube, ich muss hier, das Feuerwerk muss hier angezündet werden. Oh. Angezündet. Ein Feuerwerk kann so gefährlich sein? Allerdings, passt auf, Kinder. Und hier auf Small kriegst du Kampfvorteil. Black Blonde Jesus Man besiegt die Chaos Kids. Schnappt sie euch, Chaos Kids! Yeah. Mach sie fertig, Saftsack! Ihr seid alle am Ende, ich schwör's euch. Nur nicht damit und auch nicht damit, aber vielleicht damit. Achso, gegen die muss ich auch kämpfen, okay. Du haust dir echt voll auf die Kacke! Yeah. Wer ist dran? Oh oh. Grundgütiges Chaos! Grundgütiges Chaos. Ich hätte wahrscheinlich besser... Egal, wir hauen da drauf. Oh! Das ist doch nicht fair! Du bist nichts gegen den Meister! Was soll der Quatsch? Lass das Gestöhne, jetzt wird genagelt, ihr Wichser! Bist du ein Tennisspieler oder wie? Hier, erwisch ich... Nee, das bringt alles nicht. Doch, die zwei, komm. Kreuzschlitzer! Ja! Erwischt! Den einen habe ich. Hau ab! Oder leg dich hin, zu Mama, egal. Du ist jetzt los? Entropie! Das nehme ich mir auch gleich zurück.
Oh Gott, Arschlord hat sich gefressen. Das Böse fürchtet so, die Kaltleser! So, aus der Gefahrenzone raus. Muss ich jemanden heilen? Ich glaube nicht. Kann ich jemanden angreifen? Ich glaube nicht. Ich schütze doch irgendjemanden. Ich schütze... Ja, komm, ich schütze dich. Gern geschehen! Danke, Mann! Du schaffst das! Ich bin dran. Ich gehe hier hin und knall ihm einen drauf. Quatsch, weg bist du. Geilo! Geilo, yeah. Das war ja ganz schön angsteinflößend, das Bällchen. Ohne Soundeffekt kam's raus. Oh, yeah. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Okay, ich geb den Rest hier, glaube ich, mal. So, komm. Ja! Yeah. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Geil. Jetzt werden Schurken genagelt. Du kriegst auch noch einen drauf. Obwohl danach wahrscheinlich knallt's mir an den Kopf, ist mir egal. Todesschrauber! Ja! Die gehören meinem Dad, ich brauch sie also zurück. Das sagt meine auch immer, wenn ich... Ein Fesselnhaus! Die sieht ziemlich im Arsch aus. Warum ausgerechnet müssen es Hunde sein? Was soll das jetzt? So, der ist gleich kalt jetzt. Der lasert, Mann. Nein, ist er ja gar nicht. Neuer. Gut. Dem aufs Maul. Ja, doch. Geiler Schlag. Geht so. Ich habe, glaube ich, einmal zu wenig gedrückt. Wer kommt denn da hinten jetzt schon wieder? Das könnte noch ein heftiger Kampf werden, so wie es ausschaut. Oh. Ultimativ Kampfkraft bereit. Schurken, zittert vor Kuhn and Friends. Aber wir... Soll ich... Doch. Ja, doch. Der Kuhn. Was wäre Saufbar ohne Kabel? Ja, das war geil. Oh! Oh! Oh, hi Kid, wir kämpfen jetzt! Si, senor. Ah, senores. Ah. Lo siento. Ja, mein Kiel! Die haben mir auf den Kiel gehauen! Auf den Kiel? Ist ja gemein. Ah, so eine Scheiße! Okay. Bereit machen für fieses Blinzeln. Der hat ganz schön heftig Lebensenergie. Pew, pew. Ei. Sind deine Laser auf Auftauen gestellt? Gib mal mehr Gas, Humankind. Alter, kümmere dich um deinen Scheiß. Was soll ich tun? Ich habe auch noch ziemlich viel Energie. Ich mache mich mal unsichtbar. Die sind im Arsch. Der Hund ist alle, glaube ich zumindest. Jetzt ist nur noch der mexikanische Roboter, Doppelzwilling, was weiß ich, und diese komische Maschine. Du bist das Krebsgeschwür, ich bin der Kuhn. Ach, komm mal. Hauen wir da mal noch drauf. So. Ja. Halt erledigt! So, das Ding ist weg. Frei. Und jetzt, was müssen wir tun? Ich weiß gar nicht, wie viel hat... Ich glaube, ich heile da mal ein bisschen. Soll ich mich heilen? Das geht ja gar nicht. Ah, dann egal. Dann bohren wir den da an. Komm, du wirst angebohrt. So, damit. Jawohl. Doppelschraube! Ja! Wird wohl Zeit für eine Tetanusspritze. Hat nicht gerade viel gebracht. Den mache ich sowieso gleich rückgängig. Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Fühlt den Zorn von Humankind! So sieht's mal aus. So, nee, das geht nicht. So geht's. 123. Wer zuerst wegschaut, verloren! Der kriegt von mir nochmal eins auf die Nuss. So. 98. Ei! Ein gründliches Fisting. Wer will verstümmelt werden? Wahrscheinlich keiner. Hol dich da mal näher ran, Kuhn. Und dann überspringen wir die Geschichte. Auf sie! Du machst es, glaube ich, nicht mehr lange, so wie ich das sehe. Deswegen wenden wir... Ich nehme dich nach hinten und teile meinen Dienst auf. Warum
brennt der Penner überhaupt? Oh oh. Nein! Wow. Gar, aber gar nicht so heftig, wie ich. Kein Power! Wie ich dachte. Den gleich nochmal auf hier. So. Autsch! Was für eine hübsche Leistung. Los, Wunderarsch! So. Und jetzt, das war's dann, glaube ich. Jetzt ist er am Ende. Yeah. Wunderarsch gibt ihn sauber. Du hast gewonnen. Schmerzspringer von Gaia-Artefakt. Gaia. Gut, der Gaia ist der Gaia. Ja. Okay. Das haben wir verdammt gut gemacht. Grandma's Clothes, was auch immer die hier tun. Hallo, Fischis. Hallo. So, dann müssen wir wahrscheinlich... Nee, Moment. Da gibt's noch was zu holen. Das ist der Thron von Captain. War das schon der Endkampf? Das ist wahrscheinlich... Ja. Wo ist überhaupt Captain Chaos? Er sammelt seine Truppen irgendwo wahrscheinlich. Das werden wir auch noch herausfinden. So, darf ich jetzt? Hallo. Ah, ich hab's schon aktiviert. Ich muss nur noch hinstehen. Ich Depp. Toolshed, der Richtige für jeden Job. Yeah. So, kanalisieren. Pups. Arschgeiler Arsch. Arschgeil, ich weiß. Das sagen die Weiber auch immer. So. Okay, was machen die da unten? Oh, ganz schön viel Lava. Was soll der Quatsch? Die sind da am rote Legos in... Oh mein Gott. Also, Chaos plant anscheinend was Größeres. Was willst du dazu sagen? Alter, was? Oh mein Gott, er will die ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Kuhn Friends. Kuhn and Friends, verdammt, Butters. Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt. Ganz South Park wird bald bedeckt sein von Lava. Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das wird absolutes Chaos. Komm raus und kämpfe wie ein Mann, Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Ich präsentiere den Mecha-Lakaien Chaos Supreme. Ach du Scheiße. Es un trabajo. Es un trabajo? Es ist deine Arbeit. Macht euch auf euer Ende, oder? Du warst Kuhn Friends. Kuhn Endfest, jetzt reicht's, der Wichser stirbt jetzt. Besiege den Mechalakai Chaos Supreme. Ich hab ein bisschen Angst davor, weil ich nichts mehr gecraftet habe. Kann ich hier Plan ändern? Moment jetzt, aber sag mir jetzt nicht ernsthaft. Ich will Super Craig. Oder soll ich das Mädchen nehmen? Ich nehme das Mädchen. Und Kuhn, es tut mir leid. Ich nehme noch... Der ist schon ziemlich stark hier. Der macht ziemlich viel Flächenschaden. Was macht der überhaupt? Ich will keinen Krüppel im Team. Ich nehme... Captain Diabetes. Der ist nur ein bisschen krank. Diabetes! Sehr schön. Okay, das ist gesperrt, den brauche ich. Okay, der ist eben dabei. Gut, dann... Kampf starten! Los geht's! Ich hätte noch craften können, habe ich gerade gemerkt. Scheiße, wow, das ist ein ordentliches Bauprojekt. Danke! Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat. Die Raketen nehmen zurück. Sowas mag ich nicht. Mal aussetzen, bitte. Ich hol mal mein Werkzeug raus. Ach du Scheiße, das ist ja riesig. Wie will ich denn... Oh mein Gott. Ich komm Zeig ihnen, was du drauf hast. Ja, kann ich. Ja. Bam. Hey Leute, nicht so hart, okay? Warnung. Die Foren feuern dich bestimmt rechts, an, Warnung. Riesenboss.
sowas von bescheuert. Kann ich den kaputt machen? Nee, geht irgendwie nicht. Den Knubbel aus Alu hier, der steht mir im Weg. Hau ab! Okay, das geht nicht. Geht das? Ja, das geht. Brutal! Brutal! Jetzt. Verteidigung. Deine Max machen mir keine Angst, Chaos! Okay. Ja, dann haut drauf. Bam! Schon bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Was war das? Hat sie ihn getroffen? Sah nicht so aus, aber es scheint. Darf ich? Darf ich? Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat. Ich kann es nicht rückgängig machen. Flieht vor dem brennenden Mechalava! Nein! Gefällt euch die Supreme Lava Dusche? Naja. Verlegungsprotokoll aktiv! Verlegungsprotokoll. Hey, was geht da drüben vor sich? Ach, ran an den Speck! Das habe ich gar nicht gesehen. Angetrieben wird er von den kleinen, von winzig kleinen Hamstern hier in den Rädchen. Oh, das ist süß. Okay, gut. Was bringt das? Das bringt nicht viel. Das bringt noch weniger. Nehmen wir das. Ping, 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 ping! Das habe ich nicht mal gespürt. Kein Vertun, ich brenne. Scheiße, warum brennst du jetzt? Lass ich das. Ich verlasse mich auf dich. Okay, ich möchte hier eigentlich nicht reinrennen. So. Physischer Schaden, das Beste. Jetzt brenne ich auch noch. Lasst Kolgirl mal ran. Kolgirl, hallo. So, sieh dir das an. Ja, siehst dir an. Die Verteidigungsverringerung ist aktiv und jetzt machen wir den fertig, hoffe ich. GG, Leute! GG. Good game. Yeah, aber er ist noch nicht am Ende. Warum nicht? Ach, meine Beine! Komm zurück, Lakaien! Vamos! Nein! Was soll das? Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten. Was hast du, Idiot? Wir haben keine Zeit für... Rakete im Anflug! Oh nein, warum das denn? Chaos Faust! Hey, Queen! Nein. Oh, oh, jetzt wird's nochmal heftig. Dann mal los! Ich heile meine Leute auf. Oder? Gibt's das? Ist schon einer... Nee. Aufhauen, du immer bist gut. Tot. Oder ist das keine reißfeste Folie? Bohren. Ich brenne immer noch. Das ist ein bisschen doof. Ich hätte aus der Gefahren ja, wenn der Chefe will. Nein. Muss. Nein. Nein, nein, nein. Aufhalten oder sie helfen weiter. Oh Gott, das wird jetzt richtig wieder so eine ganz mühsame Nummer. Oh. Mach sie fertig, Wunderarsch. Ja, ich bin das Call Girl. Das ist ein geiles Gefühl, als Frau zu kämpfen. Das ist so... Ich weiß auch nicht. Es fühlt sich so richtig an. Du wirst mich hassen. Oh ja. Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Ich arbeite nur hier. Das nehme ich zurück. Obwohl, ich glaube, der hätte gar nicht weiter aufgehalten werden können. Scheiße. Hat das doch eh nicht verdient. Es mucho más seguro ser un seguidor. Na, sí, señor. Okay, nee, mit dem nicht. Was mach ich jetzt? Komm, ich hau. Da hau ich lieber ihm auf den Kopf. Oder kann ich den beiden hier schaden, indem ich das hier mache? Keine Ahnung. Hallo? Darf ich? Darf ich nur hier stehen? Hier darf ich gar nicht. Warum denn nicht? Hier, die drei. Wer kitzelt mich da? Stopp! Ah, das funktioniert nicht so, wie ich will. Ist eigentlich logisch, wie ich gerade gemerkt habe. Okay, ja, bitte! Auf! Ja. Alles okay, Lakaien? Oh, oh. Ich bin sowas von bereit! Raketen-Overkill! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat! Der Bete sagt, Vorsicht vor den Raketen! Chaos! Nein! Oh Mann. Okay, jetzt wird's. Ausrüstung auszupacken.
Das wird wahrscheinlich schon wieder ziemlich eng, die Nummer hier. Erwische ich den? Ich glaube, den erwische ich, wenn... Ich müsste mich ja entweder schon selbst aufheilen. Den machen wir mal. Das. Gute Nacht! Es mi turno? Tomar el medicamento! Danke! Medicamento, ja gut, spielt sowieso keine Rolle. Er hat ja sowieso noch fast alles Leben. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber es ist nun mal so. Ich glaube, ich hau den kaputt. Oder den hier. Nee, machen wir den alle weg. Einer weniger. Oh, au, ah. Oh, aua. Ich brenne schon wieder. Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Das ist schön. Das freut mich für dich. Macht sie bei allen Schaden, aber wie viel? 131. Nur bei einem? Ne, bei allen. Wir machen das. Yeah, Call Girl! Darum kümmern sich meine Supreme-Mecha-Chaos-Lakaien schon! Hör mal los! Das hat, glaube ich, funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe, ausnahmsweise. So. Das ist zu meinem Besten! Jetzt wird Butters toll gemacht. Diabetes ist cool. Yeah, das ist er. Der ist eigentlich fast mein Lieblingsheld. Sau stark irgendwie. Starte Mecha Vernichtungszyklus! Nein, lass das. Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat! Ja, sag's nochmal. Schon Pause? Ich glaube, solange der noch lebt, werde ich. Nee, das bringt nichts. Komm, zieh auf. So. Nimm das! Ja, vorhanden haben wir viel Werkzeug, wir könnten mit der Kreissäge spielen. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Das ist nett von dir. Oh, zeig ihnen, wer der Boss ist! Call Girl zieht ins Gefecht! Du wirst besser in die Küche und was kochen, aber egal, du darfst jetzt mitspielen, ausnahmsweise. Ich finde das Signal. Am besten fängst du ohne Fingerkuppen von vorne an. So, und jetzt ist Ende hier, glaube ich. Oder? Was ist los? Warum ist alles blockiert? So, jetzt. Nimm das! Spitze! Yeah. Das war irgendwie klar. Das darf nicht das Ende sein. Zum Glück haben wir drei Phasen geplant. Toolshed sieht nicht so fit aus, Leute. Oh oh, Toolshed am Ende. Für das Chaos. Ja, er haut ab. Nein, er bleibt hier und er kämpft weiter und hat schon wieder 600 das Leben. Schon. Das ist uncool. Das ist richtig uncool. Ich werde mal... Kann ich den wiederbeleben? Verbessertes Gegengift. Habe ich noch was zum Wiederbeleben? Das ist nur die Frage. Wiederbelebungsserum. Serum. Hier, komm. Ja. Ja, satte 20. Oh, Scheiße! Ich werde siegen! Nein! Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben. Oh, oh. Jetzt wird's wahrscheinlich wieder mal richtig eng. Ich hoffe einfach, ich werde... Habe ich noch? Ich hab noch. Oh Mann. Kannst dich auf mich verlassen. Die Auferstehung von Jesus. Und jetzt wird er sich heilen. Und zwar heftig. Heilung. Wo ist denn hier die Heilung? Ach komm. Ja. Hau sie um! Nimm's. Haus rein. So. Ich wollte es eigentlich selber nehmen. Ich darf. Ist mir jetzt egal. Jetzt wird hier mal drauf geklatscht hier. Minus. Ja, ja, ja. Ja! Ja! Sag Cheese! Wow! Dark Face geht gar nicht. Löschen! Ultimativ Kampfkraft. Ja, komm. Bringt's das? Komme ich da überhaupt hin? Ich glaube irgendwie nicht. Nö, das scheint nicht zu wirken. Dann muss ich das abbrechen. Und werde so nochmal draufschlagen. Problem. Mann, ganz schön heiß hier! Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? So. Bam! Ja. Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Könnten wir. Ich bin dran! Ja! Chaos-Hunde! Tut eure... Ah.
nehme ich zurück. Nimm's zurück. Ja, Chaos. Warum geht's nicht? Ah, es geht. Okay. Ja, auf den Zug hatte ich mich schon so... Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer. Wie ein Bohrer. Sehr schön. Du wirst jetzt meine Bande ein bisschen aufteilen. Ja. Wunderbar. Ultimativ Kampfkraft. Ja, wir werden es ihm zeigen. So, den haben wir gleich. Yeah. Wunder, schmeißt ein paar Ärsche auf. So. Kalgan hat eine Nummer. Ich glaube, das reicht jetzt womöglich. Ja! Ja! Sag Gerechtigkeit! Say Justice, du hast gewonnen. Wir haben Chaos besiegt. Butters Garagenschlüssel, wichtiger Gegenstand. Große Faust des Chaos. Artefakt, Chaos-Anzug. Ich habe ihm sogar einen Anzug geklaut. Heftig. Okay. Zeit auszupacken. Von wem hast du das ganze Geld? Butters, wach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Er ist nicht tot. Wir sollten ihn lieber zur Basis bringen. Ja, kommt. Stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht gehe. Das hättest du dir vor deiner Lava-Aktion ja, überlegen sollen. Ja, der klassische Spruch. Hey, Alter! War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber... Das Freedom Pulse Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch! Wir werden eine Milliarde Dollar verdienen! Und wir verdienen eine Basilion! Oh. Ja. Leute, denkt nach! Warum sollte jemand Butters fürs Chaos stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Er war immer schon ein Arsch. Setz dich, Donnerhose. Lebst du jetzt gerne hier unten? Butters in der Zelle. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor. Und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein. Nein, 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 nein. Wer ist Mitch Connor? Katniss bescheuerte Handpuppe. Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, ja, gute Idee, Humankind. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der... Schule. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Good morning, South Park. Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor, in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, 6 Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde, er ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America-Film? Wie lange war das? 6 Jahre?
Ungefähr 6 Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Diese Stadt wird nicht zum Opfer maskierter Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob's ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Okay. Hey du, warte mal. Du bist neu hier, stimmt's? Ich heiße Wendy. Willkommen an unserer Schule. Das Problem, von dem Koldal erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Koldal mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. So. Ja. Ah, wir verkleiden uns wieder. Yeah! Black Blonde Jesus Man ist zurück und wird in der nächsten Folge... Nee, haut ab! Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert! Ja, die zwei kleinen Rabauken verklopp ich alle in der nächsten Folge. Sofort zum Kuhnversteck. Was denn jetzt? Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck! Halt's Maul! Okay, ich werde die zwei... Rabauken verkloppen, ins Kuhnversteck gehen und mich mit Callgirl treffen. Im Park, auf der Toilette, in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.